Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ja, in der letzten Episode haben wir es hier nach oben geschafft und wir sollen jetzt so eine Schutzhütte bauen und dann noch Zeugs zu dieser Farm hier hinbringen. Wird bestimmt schief gehen. Kartentechnisch, glaube ich, gehen wir mal den Weg entlang, den die anderen hier auch gehen. Und ab da schauen wir dann weiter oder ob wir uns da unser Fahrzeug wiederholen werden für den Weg nach da unten. Gut, ja dann gehen wir auf alte Manier mal halt mal wieder los. Bitte sag mir nicht, dass das deine Maximalgeschwindigkeit ist. So, du kriegst ein paar Likes von mir. Das ist für dich. Ja, da sind schon viele entlang. So, dann bitte einmal laufen. Nice. Aufrecht bleiben. Also der Schweber, der ist eine echte Erleichterung. Moment. Ist es das hier schon? Geht der Unterschlupf bauen? Echt jetzt? Das hat viel weiter ausgeschaut. Schön. Du hast es geschafft. Dann lass uns diese Schutzhütte bauen. Bist du bereit, Sam? Immer. Rüste zuerst deinen TCK aus und wähle Schutzhütte. Okay, TCK, alles klar. So. Brücke, Schutzhütte, Fundament. Nicht genug Bodenkontakt, dann würde ich jetzt sagen, mal hier so. Okay. Ja, warte mal, warum ist das jetzt da unten? Y. So. Ja, das kann ja jetzt ein bisschen dauern. Ah, okay, fertig. Du brauchst mehr chirale Kristalle. Wenn du nicht mehr dabei hast, beschaffe dir welche und liefere sie zur Schutzhütte. Ich hab doch Zeugs dabei. Wie kann ich jetzt... Konstruktionsmenü öffnen. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Hallo? Jetzt. Konstruktion vollenden. Was brauchen wir da jetzt alles? Spezielle Legierung, Material hinzufügen, hinzufügen. Okay. Und chirale Kristalle haben wir nur 8. Okay, da brauchen wir ein paar mehr. Bestätigen. Ja, geil. Alter, warum? Wieso bist du jetzt nicht mitgefahren, kleiner Schweber? Schweber, auf Rücken tragen. Ja, was war's? Komm mal kurz auf den Rücken. Dann holen wir uns noch diese Kristallen, chiralen Dinger da. Gott sei Dank haben wir da ein paar gesammelt. Und dann hole ich mir mein Bike. Eine angenehme Reise. Nicht hinfallen, habe ich gesagt. Bitte Dankeschön. Ja, ja, ist gut. So, Terminal. Also, kann ich noch Material nehmen? Gerade Kristalle, Resine. Warum haben wir da noch so wenig? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Wir haben nur eins. So, ich im privaten Spind hier noch. Nein. Ja. Geil. Das ist hier mal mega geil. Gemeinschaftskasten. Waffen aus dem Spendenkracht nehmen. Spezielle Legierung, Resine. Mann, ich muss jetzt also Kristalle sammeln. Habe ich auf das jetzt wirklich Bock? Wisst ihr was? Das werden wir anders machen. Es gibt ja da so einen Wachturm. Dachte ich. Wo ist der Wachturm? Ich dachte, irgendwo ist ein Wachturm gesehen. Online-Schild. Ach, der ist ganz da unten. Ja, ich glaube, ich gehe aufs Motorrad und ich würde mal sagen, wir fahren dann irgendwie da hier so runter. Und dann irgendwie da so hin. Ja, geil. Nee. Ja, nee, nicht umfliegen. So, Fahrzeug. Hab die Post. Ah ja, mal kurz aufladen. Das schadet eigentlich auch nicht. Und los geht's. Dankeschön. Das kenne ich ja mal. Keramik? Nö, ich brauche Kristalle. Oh, da. Hast du Kristall? Yes. Wettervorhersagen ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Und einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier und Jetzt. Bin gleich wieder bei dir. Okay, ich glaube, wir müssen da ein bisschen runterfahren. Fixierten Tieren. Ja, ich glaube, das könnte man schaffen. Einfach hier mal ein bisschen runter. Komm, du schaffst es. Yay! Content ID Strike! Mal wieder. Wie komme ich denn da jetzt weiter runter? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. Auf die Karte. Meine schöne Musik ist ja schön, aber wenn es dann halt für Content Creator hat, jedes Mal einen Strike dann gibt, ist ein bisschen doof. Okay, wir haben es nach da unten geschafft und da ist auch dieser Wachturm. Den werden wir gleich mal nutzen. Wenn wir hier natürlich einen Haufen Kristalle finden, wäre das halt mega geil. Ja, stehen bleiben. Okay, einmal umsehen. Da hinten hat es ein paar Kristalle. Oh, auch. Alles klar.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal nach da hinten und tun mal. Ja, wobei tun wir nicht mehr weg. Hier, da. Kristalle sammeln. So, einmal rauf. Beziehungsweise die zwei hole ich mal zuerst. Soll ich das machen, während ich auf dem Motorrad bin? Oh ja. Bei Uhr 12. Ja. Nein! Ach Mann. Nice. Und da hinten sind die anderen. Ah, diese Wachtürme sind schon was Feines. Gebe ich schon zu. Oh. Nee. Ah. Oh, nur zwei. Bleib da. Auch aufs Motorrad. So, aufs Motorrad drauf. So, der nächste, da hinten. Perfekt. Noch ein, ja, da hinten. Zurück. Nein. Ah, danke schön. 27. Mega nice. Oh, da unten ist auch noch einer. Ja, komm. Immer noch ein. Ich glaube nicht, ne? Das waren alle. Und da oben ist noch einer. 66. Nehmen wir auch mit. Hopp, zurück. Ah. Du bist manchmal doof, Kollege. Ach, Gesamt 189. Boi, Lomatico. Soll ich dann vielleicht doch den einen da noch holen? Ja, machen wir beim Rückweg. Wir liefern erstmal da die Sachen ab. Bei dieser tollen Farm. Oh, warte mal, was? Moose? Ist da ein Lager? Scheiße, da ist ein Lager. Ah ja, sie haben mich. Das war's, aber dann. Ich muss einfach genau in die Richtung darüber. Sind da wieder welche mit dem Fahrzeug unterwegs? Wir breiten da jetzt einfach durch. So, Vollgas. Ciao. Ich habe jetzt keinen Bock mit euch da zu streiten. Oh, was? Echt? Hier? Ach, ist ja schön, dass die Muse da direkt am Nachbar sind. Spannende Farm. Oh, moin. Nicht umfallen. Boah, heute schaut es mal ein bisschen anders aus. So, da liefern. Da, bitteschön. Vielen Dank.
Bridges war immer gut zu uns. Wir haben Amelie viel zu verdanken. Sie sah das Potenzial unserer Arbeit und hat sich ins Zeug gelegt, damit unsere Farm in Gang kam. Wir wollen schon lange Teil des chiralen Netzwerks werden. Sehen wir uns das Getreide an, das du gebracht hast, ja? Gibt's ja nicht. Hast du uns echt so viel gebracht? Wie hast du das nur geschafft? Talent. Ach, klasse. Okay, automatisch überspringen. I'm Leaving, neuer Song. Oh, trotzdem wieder verfügbar. Sehr geil. Ja, die Kristalle verfügbar. 281. Übrigens, du kennst nicht zufällig Fragile, oder? Doch. Kannst du ihr bitte etwas von uns ausrichten? Sag ihr, danke, dass sie uns gerettet hat. Ohne ihren Einsatz wären South North City und unsere Farm vom Antlitz der Erde gefegt worden. Für mich ist sie eine Heldin. Und das soll sie auch wissen. Oh, stimmt. Das Netzwerk. Kannst du uns wohl anbinden? Sag mal, hat es da im Hintergrund gerade zum Regnen angefangen? Den ganzen rechten Sektor. So, Zeitregenfarm, neues Interview. Scannernegierung. Überfallen und vorher deine Fracht per Ping geortet, oder? Und ja. Damit das nicht wieder passiert, haben wir deinen Frachtscanner verbessert. Sagen wir, du wirst gleich angepingt. Mit dem richtigen Timing pingst du einfach zurück und neutralisierst ihren Impuls mit deinem eigenen. Sie sind so klug wie zuvor und du kannst sorglos weiterziehen. Allerdings ist das Timing alles. Okay. Klingt spannend. Rechts unten scheint wohl ein bisschen Action abzugehen. Ja, okay. Vielen Dank. Jetzt können wir den Zeitregen endlich richtig ausnutzen. Unsere Farm schreibt Geschichte. Wir haben zwar einige Testfelder, aber da wir den Zeitregen nicht vorhersagen konnten, waren die Ergebnisse eher mittelmäßig. Zeitregen fiel hier relativ regelmäßig. Wir wussten also ungefähr, wann wir pflanzen und ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Beine helfen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch unsere Genforschung fort. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems helfen. Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Wir haben viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hä? Na, sieh mal eine an. Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. Das ist so ein Zufall. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Wie jetzt? Und komplett nochmal zurück? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Ja gut, dann schauen wir mal. Aufträge annehmen, Standardaufträge. Lieferung Material für die Fahrzeuginstandhaltung. Deswegen ist da unten so viel los. Das klingt jetzt aber gar nicht mal so doof. Premium-Lieferung auswählen. Warte mal, was ist eigentlich mit dem Bot? Was geht natürlich hier nicht? Warte mal. Das ist dieser komische Megakasten da oben. Wo muss der jetzt eigentlich hin? Aufträge. Bauschützte Lieferung. Also Lake North City. Ach, nach Lake North City muss der hin. Frachtzustand weniger. Ach so, deswegen. Okay.
Ja, dann nehme ich das eine für Late. Leck-Schnotze, die da halt noch mit an. Aufträge annehmen. Standard. Lieferung empfindlich. Timefall-Porter. Ja, tun wir uns überladen. Wird schon werden. Ja, bestätigen. Fertig. Einmal out. Alles automatisch. Dankeschön. Und tschüss. Auftrag zugewiesen. 103 Kilo. Geil. Läuft. Scheiße, es regnet ja wirklich. Och nö. Okay. Schauen wir mal ganz kurz die Wetterkarte an. Okay, also hier ist jetzt am Regnen. Die nächsten 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Soll ich trotzdem einfach mal fahren? Ja, ich glaube schon. Also wir fahren jetzt einfach hier den gleichen Weg wieder. Und dann hier so. Und da hinten war ja das eine Ding da. Ja, okay. Fahrzeug benutzen. Ciao. Dann einfach gerade auspfeffern. Ja. Mal schauen, ob das mit dem Ping funktioniert. Wenn sie denn daherkommen. Oh, geil, Brücke. Dankeschön. Oh, jetzt sind meine Markierungen hier wieder weg. Ja, das ist aber ein bisschen uncool. Okay, dann gehen wir noch mal zu dir hin. Vielleicht ist ja noch ein bisschen was dazukommen. Bridges. Ah ja, da. Da ist noch was. Sind jetzt alle wieder da? Okay, dann hätten wir... Moment mal. Ist da eine Brücke? Kann ich da nicht reinzoomen? Doch, da ist eine Brücke da hinten. Okay. So, Kristalle sammeln. Aus wieder. So, kommt's her. Na bitte. Okay, 196. Ich glaube, nur einmal einsammeln und dann reicht's für diese Schutzhütte. Nein, zurück. Und jetzt. Ja, 240. Und weg hier. Oh, auf hier. Bin ich da gefahren? Ich bin da, glaube ich, hinten da so lang, glaube ich. Ey, da unten. Drei Aufträge abschließen. War das noch da oben? Warte mal schauen. Ja, so ungefähr. Oh, ist felsig. Bin ich denn da gefahren? Ach, da. Ich sehe es. Kommst du da runter, ohne dass du einen Unfall baust? Ja, okay. Ach, da hinten. Einer Madige. Servus. Oh, absteigen.
So, Gala. Ich hätte da mal deine Goodies da. Gerade Kristalle. Was? 300? Oh, nee. Ach, doch noch mehr. Mann. Naja, immerhin hat der Regen aufgehört. Also, bezüglich Rückweg. So, einmal dort auf. Gibt es da irgendwie einen geileren Weg als wie das, was ich da gefahren bin? Oder ist der einzige Weg da wirklich beim Wasser entlang? Was ist der Wasserfall? Okay, manche sind da oben drauf. Ja, schade, dass ich da keine Einblendung habe. Ich glaube, wir fahren halt wirklich da beim Wasser entlang. Dann geht es halt so jetzt hier wieder runter. Alles klar. Und das mit den Keramikkristallen mache ich vielleicht offscreen. Also sie schwimmen mir gerade irgendwie da rein. Ihr könnt natürlich auch mal schauen, wo die ganzen Pfade hier hingehen. Eventuell geht er da auf der anderen Seite noch irgendwo ein anderer Pfad weg. Oder vielleicht. Ja, dann fahren wir mal querfeld ein. Das ist ja doch. Das ist ja die Brücke. Oh. Hä? Habe ich die jetzt irgendwie voll nicht gesehen? Ah, und ich habe mich aufgeladen. Okay, warum hier eine Brücke? Er hat ja wieder das geilste Terrain hier. Okay, Mailbox da unten. Ah, die Steuerung. Komm. Wo sind wir? Wir sind jetzt so. Okay, wir fahren von oben. Na, ist eigentlich auch kein schlechter Weg. Dann fahren wir hier da irgendwie so rein. Mal schauen. Alter, ich will da nicht durch die ganzen. Ach, Mann, ey. Komm her. Du bist ja fast nicht gut hier. So, komm. Jump. So, danke schön. Obergeiste wäre natürlich, wenn mir das Saft ausgeht. Da hinten ist ein Wachturm. Da unten müssen wir hin. Wir müssen eins weiter nach unten. Ach, die sind da hinten nach unten gegangen. Vielleicht bin ich jetzt doch nicht so falsch, wie ich dachte. Hätte ich gleich. Ah, oh, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich muss einfach von weiter oben fahren. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Ja, da ist alles plain hier. Komm, tschüss. So, langsamer. Jetzt irgendwie da runter. Mal schauen, das ist noch weiter. Nee.
Jetzt Drake da unten. Was ist denn aus mit Kristallen? Haben wir hier was in der Nähe? Nee. Ja, geil. Oh. Wachturm, einmal vorbeigucken. Ist vielleicht schlauer, wenn ich da hingehe. Ah, dahinter ist ja eine Aufladestation. Komm, fahr da rüber, ich will da runter. Rüber. Dankeschön. Wachturm. Okay. Nicht umfallen. So, Wachturm. Geile Position hier. Kristalle? Kristalle? Da unten sind ein paar. Oh, das sind... Ja, geil. Dann können wir da hinten ein paar Kristalle holen. Ich glaube, das hole ich mal schnell. Okay, danke dir. Warte mal, brauch mal liken. Danke für die Hilfe. Okay, nicht umfallen. Na komm her. Alles klar. So. Und ich würde sagen, erstmal aufladen, bevor wir die Kristalle hier holen. Ah, so seid ihr also hier gefahren. Okay. Kann ich das Scannerping negiert? Geil! Das war jetzt trotzdem nichts, oder? So, aufladen. Und dann Kristalle sammeln. Perfekt, wir sind aufgeladen. Was? Nein! Haben Sie mich jetzt... Haben Sie mich jetzt? Also, sind Sie jetzt aktiv oder nicht? Nee, ich glaube, der läuft hier nur normal rum, oder? Ja. Ja, der kommt auf mich zu. Okay, oh, tschüss. Eins zurück. So, kann ich da rüber? Oder ist, nein, ich glaube, das ist zu tief, oder? Shit. Wir müssen davor zur Brücke. Jetzt keine Kristalle sammeln. Fahrt drüber. Fahrt drüber, habe ich gesagt. Ei. Ja, also ich muss sagen, rein vom Gebiet her ist das das beschissenste Gebiet überhaupt. Da hinten ist auch eine Brücke. Fuck, ich glaube, ich muss da hinten weiterfahren. Komm, jump. Ich brauche eine Stelle, wo ich übers Wasser kann. Ah, warte mal, kann ich doch da drüber fahren? Ist alles gelb. Ja, geht doch.
Okay, geil. Muss ich nur noch über das Wasser hier. Ich probier's jetzt einfach mal. Komm, rüber, 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 rüber. Ach, danke schön. Komm, rüber. Ja, ich glaube, ich werde mal für die Kristalle für mich mal solo losgehen und die mal holen. Und dann können wir da hinten noch mal hin. So, einmal aufladen. Dankeschön. So, reicht. Machen wir das ganze Zeug hier ab. Es ist so simplified, da Soldaten draußen sammeln, dann holen. Komm, ich meine, die können ja eh nichts tun. Ah, moin. Ich hab da Geschenke für euch. So, liefern. Alles. Zweimal. Dankeschön. Ist alles in Ordnung, Sam? Der Weg nach da hinten oben ist total beschissen, wollte ich nur mal sagen. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Cool. Sprungrampe. Das schaut nach Spaß aus. So, weiter, 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 weiter. Okay. Farben. Mehr Kristalle. So. Stimmt, vielleicht könnte man eigentlich hier Kristalle mitnehmen, wenn es welche hat. Also, pass auf dich auf. Ja, du auf dich auch. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. Ja, jetzt schaue ich erstmal, ob sie Kristalle hat. Material nehmen. 61. Oh, stimmt. Ich bin so doof. Ich hätte es ja vom gesamten Tag nehmen können. Im Besitz, glaube 70. Warte mal. 61 haben wir, dann brauchen wir eigentlich nur so um die 40. Hä? Achso, ja, da oben. Dann gesamt, was wir da mit haben. 100. Ja, passt. Bestätigen. Ja, ist gut. Ja. Okay, Standardaufträge mit Bots, schickt man den doch auch mal irgendwie los. Ja, du kannst den Arschweg da unten gehen. Viel Spaß da. Und für uns, die nächste Reise wird sein, Aufträge annehmen, für mich dringend. Lieferung eines Tablets, Filmregisseur. Gut, das wäre mal ein neuer Weg nach da hinten. Wie vom alten Schrotthändler. Zeitdem mit 45 Minuten. Ja, eventuell in der nächsten Episode, würde ich sagen. Momentan auftragsmäßig Aufträge. Automatische Lieferung. Die Schutzhütte. Ja, ich glaube, ich werde da zur Schutzhütte da mal hinlaufen. Werde die dann fertig bauen, aber den Weg erspare ich euch. Und wenn das dann fertig ist, geht eventuell die Kampagne weiter. Und ansonsten schauen wir mal das Gebiet da weiter rechts hier so an. So ungefähr der Plan. Weil hier ist auch noch irgendwas Großes. Oder ist das der Schrotthändler gewesen da unten? Das ist der Schrotthändler. Ja, das erstmal so für die nächste Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und dann weiterhin gute Reise bei der Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.